Vielleicht ist er ein untoter Hexermeister. Nee. Okay, natürlich wurde er da mitgenommen und deren Leute wissen ja, dass wenn ihn einer holt, dass er sterben wird. So, vielleicht haben wir den Denkfehler. Also ist das eher Mundpropaganda, was da gerade abgeht? Ja, wahrscheinlich. Denk mal, der ja, Snow hat das dann... Aber die wissen es halt nicht, weißt du, was ich meine? Guck mal, der Snow will der Rachefeldzug, vielleicht hat er das ja auch einfach nur unnötig verbreitet so. Weißt du, ich meine? Damit Leute Hass entwickeln und so ein Scheiß. Ja, vielleicht hat der Baker ja aber zu denen gesagt, Jungs, wenn ich geholt werde, ihr wisst ja, wer mich sucht oder so, ne? Ja, kann auch sein. Wir suchen niemanden mehr. Wir gehen seinem letzten Wunsch nach und weil die das nicht checken, dass keiner nach denen sucht, Alter, und die jetzt hier mit dem Panzer und keine Ahnung, was ich meine. Selbst haben. Zu Fox eben, ne? Der Fox meinte so, so von wegen, was da, so hier, wir haben ja da, ich meinte jetzt zu dem, dass ich nicht darüber reden kann und so, aber dass er sich ja seinen Teil denken kann und so. Und, da meinte ich auch zu dem so und mit, die Sache ist damit gegessen, so. Und der dachte halt echt noch so, dass da halt immer noch, dass da jetzt, dass wir mitten im Krieg so sind oder sowas. Der Krieg ist vorbei, Alter. Meinst du dem, die Sache ist gegessen, so, die anderen, I don't give a fuck, Alter. Das ist doch kompletter Selbstmord, Mann. Das sind alles No-Names, mich schucken die Leute da eigentlich gar nicht, ne? So, okay, ne, wenn einer dich umbringen würde oder so, würde ich das auch machen, ne? Mega, wie viele die wären, ich würde halt dahin gehen und versuchen, er mitzunehmen, aber... Aber dann plan das doch wenigstens anständig. Und nicht, ja, und du hast dich verabschiedet so und dann krieg ich schon den Anruf, Alter. Er hat sich verabschiedet so, bei voll den Leuten so, von wegen, falls er nicht wiederkommt. Der Banane, Alter, der macht das doch wenigstens mit Taktik, Alter. Ja, die hellsten waren die noch nie, ne? Ja, zu viel Tequila. Da hab ich nur den Revi gesucht. Was? Was? So. Oh, fängt jetzt schon wieder an, Alter. So. 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 Hallo. So. So, der JFK steckt noch ein, wir müssen weitermachen. Oh, I'm going strong. JFK, du siehst aus, strong. Du hast nur so einen Lederumhang. Ist aus wie Morpheus, du Hurenbock. Ich hab nur eine Lederunterwäsche. Unterwäsche. Aha. Das Ding. Von Zolte wieder den Schlüpper an, ne? Und den Peitschen. Die ruft mich schon wieder an. Aber ich geh nicht drinne. Weil ich bin ein Boss. Ich will Leder machen, Mann. Was will die von dir, Alter? Ist die Banane, Mann? Vielleicht will die Kucksackeln, also mein Hundchen, esseln. Ist doch mittlerweile in der Stadt bekannt, dass ich den besten halben Hundchen mache. Ja. Boah, so, ich mache jetzt den Handy aus. Ich fühle mich belästigt. Anzeige kriegst. Ist der Changelog ein Joke, Alter? Lul. Aber Nero. Karimero mit Samrero. Wer ist die schnellste Maus von Mexiko? Carlos, du nicht. Der ist gar nicht da, Mann. Ich wollte auch gerade Carlos ansprechen, aber dann ist mir auch eingefallen, dass er nicht da ist. Was sind das für Nummern, die ich hier habe, Alter? Willst du dich verarschen? Ja, der Changelog ist ja mal... Ja.
Bin auch die Nummer von dieser Luca, als ich die im Gebüsch kennengelernt habe, Alter. Habe ich mich im Pennerpark in einem Gebüsch versteckt und die hat sich genau in demselben Gebüsch versteckt. Wer denn? Unrealistisch, diese Luca. Ich hab die Nummer noch hier von der, die hat mir wieder gegeben. Das ist doch von den Fox, die. Ja. Oder? Lebt die beim Luca? Noch? Hatte die nicht auch mal einen Laden oder sowas, Alter? Ja, die hat einen Kaffeeladen oder so einen Scheiß. Stütze! Da hab ich voll den Ohrwurm, ne? Wegen Partycrasher, Alter. Ja, hol ich auch mal. Also würdest du sagen, hat Hitpotenzial? Ja, definitiv. Junge, wenn das nicht vermarktet wird, wird das ein Ballermann-Hit, Jungs. Ich baller mit dem Ballermann, Ja. Mir ist langweilig, ich bin müde. Okay. Geht's auch pennen, Alter. Ich bin auch mega müde, Mann. Ja, ich geh jetzt gleich noch an den Computer. Mega, Mann. Hallo, was ist denn mit Jamus Karaman, Mann? Ja. Ja, ah, genau, was mit meiner Karo, ja, aber da ist doch zu viel los jetzt, Mann. Oder? Ja, muss den Mogel machen. Machen wir morgen Abend, Mann, wenn der Foodtruck nicht da ist. Jo. Gehst du auch gleich noch an den Computer? Ja, können wir. Was so okay. Mal gucken, irgendein Ballerspiel, Mann. Ey, bleibt mal nochmal kurz alle, ja? Geht weiter. Oh. Das gibt Ärger und es kommt noch härter. Aua. Ah, super. Yeah, Action, Action. Wuhu. Ein Auto, Mann. Ja. Carlos, oder? Na, ist Carlos. Wow. Jemen. Dieser blaue SUV von eben ist von Seekers. Dazu noch ein Sportmotorrad, wo Rakim und Aiden drauf sitzen. Also, die sind gerade irgendwie die Leute von Sugar am Einkreisen. Ich rufe jetzt mal weiter an. Warte mal, wer hat die Information gedurbt? Der Denver. Okay. Der steht praktisch um die Ecke vor denen. Okay, wo sind die? Bei einem Waffenladen. Ich muss nochmal anrufen. Ich hab abgebrochen, weil ich dachte, da kommt irgendein Auto runter. Von denen, Alter. Ich hatte gerade. Curtis, kannst du mir was zum Trinken aus dem Kofferraum geben? Ja. Ich habe nichts. Ja, im Kofferraum bei dir aber. Geh bei dir und bei mir. Wurde alles geklaut. Was für Diebe. Halt hoch, ist wieder drinne. Okay. Was geht, Mann? Was habt ihr ausgemacht, Alter? Ich war Joghurt essen. Ich bin sofort wieder hier. Was denn? Ja. Im Krüger, meinst du? Ja, generell, Alter. So, ja, ist nicht unser Bier erstmal, was da abgeht. Auf jeden Fall, der Denver wollte eigentlich nur anrufen, damit wir wissen, dass dieser blaue SUV von Seeker-Leuten sind. Die stehen da gerade wohl, also der Denver steht da gerade mit Sugar und allen. Und diese Seeker-Leute, also Kareem und Snowball, weiß er nicht, ob er mit dabei ist, hat er wohl noch nicht gesehen.
Aber auf jeden Fall ein paar Leute und die haben da wohl irgendwo einen, da ist wohl einer aus den Latschen gekippt und die sind da gerade am rumhüpfen von wegen, damit die den wieder aufheben können und so, aber... Die fahren da mit dem Motorrad um, das habe ich vorhin schon gesehen, tragen grün. Einer davon. Ja, ja. Dann noch eine orangene Sportkarre und der blaue SUV, das sind die. Aber der war meinte auch, ist ja jetzt erstmal nur nicht unser Bier, aber der wollte nur Bescheid geben, dass die Karre, dieser blaue SUV, von den Seeker-Leuten ist. Der guckt jetzt, dass er da wegkommt, der kommt jetzt gleich auch nochmal. Ja, aber die kriegen da so alleine hin. Ja, ja. Der wollte, wie gesagt, ich habe das gerade falsch gedeutet, ich dachte, da wäre. Ich dachte, die wären hier in der Ecke, weißt du? Dann hab ich aber erst gecheckt, dass um United geht. Aber finde ich komisch, Alter. Oder eher lustig. Weil der Kareem hat sich doch auf Sugar sein Dach dann irgendwie gesetzt und ja, hat Mann, sich bei dem entschuldigt, ne? Ja, ja. Bruder, Alter. Das ist, keine Ahnung, so eine kleine Taktik, weißt du? Du gehst hin, entschuldigst dich, dann suchen die nicht mehr nach dir. Ja, ja, aber ja, dann... Warum sind die so blöd, Alter? Ich weiß, der hat sich doch jetzt erst entschuldigt und jetzt hat Sugar den doch schon längst gesehen. Der steht um die Ecke und hat den gesehen schon. Ja, weil die das so sneaky-beaky machen wollten. Ist halt... Ich weiß es, keine Ahnung, ich kann ja nichts sagen, ich weiß es nicht. Okay. Das ist halt so, als würdest du mit Napalm auf Tontauben schießen. Warum machen. Okay, sind unsere Gegner, ne? Ich wollte eigentlich anerkennen, dass sie dem Wunsch nachgehen und die Leute in Ruhe lassen, so. Aber wenn die jetzt an. Überleg mal, die rufen an und sagen, oder, ne, du kriegst gedroppt, dass der jetzt auf einem Rachefeldzug ist oder alle. Natürlich haben die Hass und alles, aber du kannst das doch nicht gewinnen. So sollen die mich killen. Vor allem kannst du es nicht gewinnen, wenn du das an die große Glocke hängst, Alter. Du wirst doch sterben. Wieso warum ruft mich denn jetzt? Wie Taiwan? Mich ruft die Khan an, Alter. Ja, Taiwan, der hat's gut gemacht, Mann. Taiwan, der kommt und sagt, ich will mein Leben zurück. Und wir sagen, geh vorbei, leb dein Leben, Alter. Mach, was du willst. Wir haben den Krieg jetzt ja nie angefangen. Nee, die Frau Khan ruft mich an, was will die? Achso. Okay, das hat weggedrückt. Ja, aber wegdrücken, Mann. Wir haben den Krieg ja nicht mehr angefangen. Obwohl doch, Domov. Aber die wissen ja mittlerweile, dass Domov die verraten hat, so. Ach, keine Ahnung, egal. Ah, ich glaube, die schwimmen falschen Idealen hinterher, bin ich ganz ehrlich. Selbst Dicky kam zu Cooper und hat gesagt, das hätte alles nicht so eskalieren müssen. Am Ende noch. Guck mal, selbst ich habe eigentlich eine offene Rechnung mit Aiden so, aber selbst auf Aiden würde ich scheißen so. Also ich hätte jetzt drauf geschissen so. Wenn wir das jetzt der hätte einfach die 30.000 zahlen sollen. Dicky hat heute die Info bekommen. Ja. Warum so ein Krieg jetzt? Aber was verpasst? Jo, warum drückt ihr die Alte jetzt immer weg, Mann? Was willst du nur damit der quatschen? Das ich denke, die wollte die Dinger vorbeibringen, jo. Ja, der Kuga übernimmt das. Aber gerade wichtig aus, okay. Der Kuga übernimmt das. Okay. Komplett für die, keine Ahnung, für die White Knight. Und ich hab dem, einläufig schon mal undercover ein bisschen gesteckt, da wegen Folter, JVA, dies, das, bla bla. War auch sehr geschockt drüber so, aber der hat wohl, der kriegt da wohl jetzt irgendwo Gegenwind. Der meinte, ich kann nicht. Der kann gar nichts machen. Der meinte, ich kann gerade nicht kommen zu treffen oder sonst was, weil dem da Feuer unterm Arsch brennt. Der kann überhaupt gar nichts machen. Wahrscheinlich sind die alle korrupt. Wenn da alle. Und der Krüger auch? Warum sollte uns einer aus der Hut glauben, Alter? Warum sollte uns einer von denen helfen? Aus welchem Grund? Weil wir Schneid haben, würde Carlos sagen. Tach. Wir haben doch auch nicht den Fehler bei der Khan gemacht. Die rennt da zu den Cops. Und verpfeift irgendwelche Leute wegen sinnlosem Zeug, Alter. Tut so, als wäre ihr Leben. Der wollte mir erzählen, dass das ihr Job war. Sie musste das sagen und so. Ja, klar. Die tut so, als hätte mir der den Kopf. Also wollen wir den Kopf abschneiden. Ja, war doch alles auch cool. Die hat dann die Ansage bekommen. Und die soll aufhören damit. Alles Paladin. Nein, da steht der Kruger, Alter. Auto. Auto.
Ember, oder? Dallas Auto, Ember. Dein Park. Hab ich irgendwas verpasst? Nee. Okay. War das ein Lecker? Naja. Ey, Curtis, ich leih mir mal dein Fahrrad. Ich muss eben zur Tanke machen. Ja, du musst. Was? Warum willst du das zu deiner Tanke? Auf Wasser. Ja, da im Auto ist Wasser drin, bei mir. Ja. Jo, bei mir ist auch Wasser drin, Mann. Was? Wirklich? Ja. Okay, warte, muss ich mir aufschreiben. Cool, ich gehen kann. Verpiss dich, du Schnurr. Ey. Ja. Alle mal herhören. Wir überfallen die Schwachen und Krüppel. Was? Okay, bin dabei. Ja, aber die starken, gesunden, die wehren sich immer so. Achso, ja, okay, verstehe ich, Mann. Nein, der dunkelblaue SUV, den der Shorty gerade eben gespottet hat am Dach, ist definitiv von C-Cars. Die cruisen hier mit einem orangen Sportwagen, einem dunkelblauen SUV durch die Gegend und gehen den Leuten auf den Sack. Außerdem ist da noch ein Motorrad bei. Ja, und die tragen auch vorzugsweise grün. Also der Typ auf dem Motorrad. Aber ja, wenn die United angreifen, man, United hat selber eine ganze haben Clique. Haben die gerade. So, also nicht ja, angegriffen. Sondern, nein, nein, es geht nur darum, dass die hier rumgefahren sind und beobachtet haben, ne? Darum geht's. Sollen die beobachten, weil die wollen? Ja. Früher oder später sind wir im Auto drin und sehen die und verfolgen die. Wir haben größere Probleme und das ist der Money, der Humbug. Ja, ich sag ja nur, dass die uns beobachten. Ja, ja, ja. Also, watch out, Niggas. Ja. Haha. Ich kann das nicht kapieren, was die. Gleich noch schön Popke spielen, Leute, oder? Mit Craig. Wo ist eigentlich dieser Shorty? Wie heißt der Tavo, ne? Ja, der ist. Der ist jetzt bei United wieder beschützt. Ja, der erstmal sollte meistens bei denen rumhängen, ja. So wie ich verstanden hab schon. Also, die nehmen den erstmal in Schutz, ne? Ja. Ich habe eigentlich gedacht, dass der Krieg jetzt vorbei ist mit denen. Ich wirklich auch. Wirklich, Alter. Was hat er gesagt, wo ich gefragt habe nach seinem letzten Wunsch? Dass wir seine Leute in Ruhe lassen sollen. Ja. Ja. Und darum wollten wir uns halten. Die fahren jetzt hier rum. Die gehen uns wieder auf den Piss. Ja. Die wollen. Alter. Warum? Die wollen Rache. Für die ist wahrscheinlich Leben vorbei. Baban. Boom. Baban. Für die ist es gelaufen so. Keine Ahnung, jetzt hätten die ihren Vater verloren. Oder weiß ich nicht was. Und was machen wir, wenn wir die jagen? Dann gehen die wieder in Schutzhaft. Dann ja, genau. Und wollen dann Rache. Das ja, ist doch schon ein Zeichen. Ne? Die haben ja bei dem PD gewartet und dann ist da ja so ein Auto abgehauen, was du auch gesehen hast und so. Und dann haben die den ja verfolgt. Ja. Und ein bisschen. Dann haben die den wieder verloren und so. Und dann haben die den wiedergefunden am Windpark. Da war ja dann. Wie konnte der aus dem Windpark abhauen, Alter, mit einem Empower? Das habe ich mich gestern ja auch schon gefragt. Alter, das ist unmöglich. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist unmöglich und dass die wissen, dass wir das waren, ist genauso unmöglich. Na, sag das nicht, ne? Vielleicht redet einer von United. Ja, das so bei den Napa-Skinner stelle ich mir das nicht vor, aber vielleicht quatscht da jemand. Das stimmt, ja. Das kann sein. Wenn einer redet, werde ich den alle Gliedmasse abreißen. Und sein Pepe-Mann schlagen. Vollstopfen mit Schmetterling. Nein, nein. Kein Schmetterlings. Pipi mal anschlagen? Ja, mit einem Kochlöffel aus Holz. Ein Holzlöffel, ja? Was für ein Fahrzeug kommt denn da angefahren? Auto. Auto. Oh Mann, kann die Person nicht einfach. Da fährt ein LG.
wir schon weg. Ne, ja, fährt da immer noch lang. Wo dann? Ja, soll doch gerade lang gefahren. Ist er da lang gefahren? Voll paranoid, ich love Koks. Waren wir gerade in irgendeinem wichtigen Thema? Ich habe irgendwie das Gefühl. Ja, wie bescheuert die sind. Ja. Ah ja, stimmt. Wir regen uns doch mal auf. Oh, dass die eigentlich nicht wüssten, Köln wer das war, aber doch Köln nie. Da muss nur einer von United gequatscht haben. Aber wie gesagt, so, wenn das ist eine verletzte Herde, Alter. Erst Domov, dann der da, Alter. So, wie gesagt, Snow kann sich da Tequila gekippt haben und das einfach nur rumgeballert, also gelabert haben. Weil er sich das denkt. Was meinst du, die glauben das doch dann eher, Alter. Junge, der Domov hat damals gesagt, hier, ich mach Kloster, wohnt alle bei mir, ich gebe euch alles und so, ich schwöre euch zu Gott und so. Siehst du, was draus geworden ist. Die sind alle gefolgt wie so Idioten, Alter. Voll die Sekte hat der aufgemacht, ne? Ja, Mann. Die haben bestimmt Katzen hingerichtet oder so. Haben den Blut getunkelt von ja. Aber war doch bei Dom auf seinen Tod genauso, Mann. Halbe Stunde später kriegt Carlos seinen Anruf, yo. Von den Slange, wir killen dich, Alter. War genauso gewesen, Mann. Voll die impulsiven Motherfucker. Ja, Alter, warum zweifle ich an die Intelligenz meiner Gegner oder unserer Gegner? Ich weiß nicht, wenn einer von uns sterben sollte, dann gehe ich doch nicht dahin und erzähle in der ganzen Stadt rum, wir sind jetzt auf einem Rachefeldzug, so. Mhm. Dann mach ich das doch still und heimlich. Jetzt wissen die doch, dass wir das Wolfs kriegen, so, dass die Informanten uns das sagen und sind auf der Lauer, so. Und sobald wir die sehen, sind die im Arsch. Wer von euch fährt denn hellgrünes BMX-Fahrrad? Bestimmt irgendeiner von uns. Ich hab meins bei der Inpong-Garage stehen, weil meine Allergy da war. Ja, das steht da mitten auf der Straße. Irgendwo. Ah, okay. Vor dem Parkhaus quasi. Falls du nicht willst, dass es aufs Dach geschmissen wird. Ja. Chillt jetzt ja. Nur einer, weil ich leg mich jetzt hin. Ich guck mal, wie das war. Was war das gerade von der Karre? Das war das da. Erstmal mein Beileid schreiben. Ich hab auch ein Auto gehört und deswegen bin ich losgerannt. Mhm. Mein Beileid für den Tod von. Jamal, übertreib deine Lage nicht, ey. Alter. Das kann nur wieder von dir kommen, du Humbug. Ja. Coop, gehst du jetzt dann auch gleich nach Hause? Craig und so und Jimmo? Oder ja, die Leute, die wach bleiben, passt einfach auf, Alter. Ich müsste gleich kurz nochmal telefonieren. Ja, passt einfach auf. Danach, ja. Nee, nicht wegen die Seekers-Leute, sondern wegen den Coppers. Die sind viel gefährlicher. Ja. K-K-K-Coppers. Ja, das ist echt. Jedenfalls gut, dass viel Glück bei deiner Bewerbung, Mann. Denen, die nichts können. Ja. Ja. Das ist echt. Das ist unser kleiner Vorteil, den wir haben. Ja. Oder kleine Luke. Okay, dann gute Nacht. Alles klar, Mann. Haust du rein, Mann. Ich schlaf gut, Mann. Und passt auf, ihr Humbucker. Fick dich. Oh ja. Ich liebe es zu sagen, fick dich. Warum? Ah ja, fick dich, Mann. So wie cool. Fick dich, JFK. Ja, einfach. Ficken ist auch ein sehr geiles Wort, muss ich sagen. Ja, Mann, Alter. Ich werde demnächst auch zu Albrecht sagen, fick dich, Albrecht. Fick Fuckerei, oder was? Fick dich, Albrecht! Einfach so. Ja, wo ich in der Zelle war, habe ich ihm Duplo gezeigt. Das hat dann überhaupt nicht gejuckt, Mann. Ah, der hat doch keine Emotionen, ne? Irgendwas war doch da, der ist doch Darth Vader oder sowas. Ja, ja. Da wer war das? An Albrecht. Ist der? An Albrecht. Ist doch ein Film, Mann, wie heißt denn der Shit, ja? Was? Equilibrium, Alter, yo, Mann. Fuck, Alter. Was?
Ja, eigentlich so ein mexikanischer Kram. Ich wollte gerade sagen, ist noch ein mexikanischer. Naja, mit eigentlich Piñatas hier von der mit Decke hängen. Untertitel. Müsst ihr, müsst ihr gucken, Mann, Alter. Zucker. Ihr Pisser, Alter. Wer kommt denn noch? Ich bin Expector Albrecht. Expector. Ja. Expector. Expector. Dann sag ich immer schön. Hi, ich bin der Kaiser. Ich leg mich jetzt dann auch direkt hin, Mann. Beziehungsweise geh rein zocken. Jo, ich auch, Mann. Bis gleich. Jo. Zocken. Peace. Boah, ja, dann noch Hallo. Ja, da. Ficken. Warte, jemand. Ah, schreib's mir selbst in die Fresse und find's geil. Geil, darf ich dran riechen? Aber nur. Ja. Ja. Ja, von Dinger, Alter. Ey, ohne Witz, Mann. Dein Maul, Carlos. Halt's Maul und fick dich. Ja, fick dich, Mann. Fick und dich und alle, die du kennst. Ja, Assis. Ist er selber Assis? Ich ficke Bitches bis zum Muschiport. Ich ficke gerne. Schmeiß den Ball rüber. Fickt euch alle. Schmeiß den Ball rüber. Schmeiß den Ball rüber. Gehen wir wieder aufs Edel-TS oder was machen wir? Papsi, was es geht. So, hat mir schon einer geschrieben? Oh ja, Laptop wird schwierig, Mann. Ach, das mache ich wann anders, egal. Ach, boah, voll geil. Geil. Spielen wir Pup, gell, ja, ne? Ja, ja, oder? Ja, dann holt Craig mal noch. Ist hier Pup geballern? Ich hatte gestern eine Runde mit 11 Kills, Alter. Aber nicht Digga, verkehrt. Ich hatte gestern eine Runde, da waren wir noch in der Anfangs-City. Und ich hatte 7 Kills, Alter. Bin ich voll unlucky gestorben, Mann. Seid voll stark, Alter. Boah, Shorty, soll ich dir mal meine neuen E-Mails schicken? Ja, hau mal raus. Die ich bekomme. Lass mich mal angucken. Wer macht dir die? Die Mari. Okay. Kunkelu. Wo schickst du? Hi, Craig. Discord. Über Discord? Okay. Ja, Craig. Wir wollen Pupke. Hä, was jetzt? Warum hab ich einen Blackscreen kurz bekommen, Alter?